Guten Morgen. Warum schadet feine Nussmilch deinen Geist nachhaltig? Eine sehr, sehr interessante Frage, worauf wahrscheinlich nur die wenigsten die Antwort wissen. Aber ich möchte sie dir heute geben. Und zwar, es ist ein Sinnbild unserer Gesellschaft oder es ist ein Sinnbild für die Krankheit unserer Gesellschaft, dass wir, wenn wir Nussmilch machen, das heißt, wir nehmen Wasser und wir nehmen Nüsse oder Wasser und Samen, also Samenmilch, wir machen daraus eine Milch, um irgendetwas da anzudicken oder was auch immer, dass wir diese durch einen Beutel filtern. Wofür tun wir das? Wir tun das für den Genuss. Wir wollen einfach eine Milch ohne Stücke. Ne? Wir wollen eine Milch ohne Stücke. Aber das Essen, unsere Nahrung, ist in allererster Linie ein Lebensmittel und kein Genussmittel. Dass es aber als ein Genussmittel gilt und Nahrung muss doch Freude bereiten und Nahrung muss doch Spaß machen, ist doch ein Genuss, das ist gesellschaftlich akzeptiert. Aber was war auch gesellschaftlich akzeptiert? Zum Beispiel die Hexenverbrennung oder die Sklaverei. Das war auch gesellschaftlich akzeptiert. Das hat er aber noch nicht richtig gemacht. Es ist akzeptiert, dass unser Essen auch Genussmittel sein darf. Und das ist etwas, was in meinen Augen eine große Gefahr darstellt. Denn wenn es auf Genuss hinausläuft, unser Essen, dann steht der Hauptgrund für Nahrungsaufnahme steht in einem ganz anderen Licht, als er auf natürliche Weise zu stehen hat. Und das ist dann meistens auch so, dass diese Menschen, die Nussmilch durch einen Beutel filtern, dass diese Menschen dann auch häufig Probleme mit ihrer Verdauung haben. Sie sprechen dann von Verdauungsproblemen. Ja, ein ganz, ganz interessantes Thema, Verdauungsprobleme, weil sie oft hausgemacht sind. Aber wenn man seinen Darm aufgrund von Genussaspekten vernachlässigt und die Aufnahme von Nahrung zählt auch dazu, den Darm gesund zu erhalten, dann muss man sich nicht wundern, dass man eben Verdauungsprobleme bekommt. Denn das in dem Buch Eat to Live, ich habe euch das unten verlinkt, es ist auch wunderbar geschildert, dass wenn man alles auf Genuss auslegt, alles auf ja keine Stückchen und so weiter und das dann auch kultiviert in seinem Gehirn, dass man dann quasi das Menschsein pervertiert. Und deswegen aus meiner Sicht, wenn es um das Essen geht, wenn es um die Nahrungsaufnahme geht, wirklich dieser Wunsch an euch darüber zu reflektieren, ob ihr das Essen wirklich genießen wollt oder ob ihr vielleicht lieber euer Leben genießen wollt. Wer das Essen zur Kompensation braucht, der, weil er es als Genuss wahrnimmt, der schadet sich mit diesem Genuss wirklich viel mehr, als dass es ihm nützt. Auch wenn es nur um den Genuss geht. Weil dadurch, dass er seine Gesundheit vernachlässigt, vermindert er quasi die Gesamtnutzfunktion. Oder die Gesamtgenussfunktion in seinem Leben. Und das hört sich unspektakulär an und das ist auch kein schönes Videothema für viele Daumen nach oben, aber es ist tatsächlich so. Essen ist Nahrung in allererster Linie und nicht Genuss. Der Genuss entsteht durch ein zufriedenes Leben und dazu zählt eben auch die Gesundheit. Aber wenn man die wertvollen unlöslichen Ballaststoffe
eines Samens oder von Nüssen, wenn man diese wegfiltert, wenn man das genießt, die Milch zu trinken ohne Stücke, dann ist geistig was nicht in Ordnung. Dann ist nämlich der Genuss im Vordergrund. Und das ist kein guter Ratgeber. Das Video war mir ein Bedürfnis. Ich weiß, es tut weh und es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, jetzt etwas zu schreiben, um sich zu rechtfertigen. Aber ich bin ja selber auch betroffen. Ich esse auch gerne mit Genuss und für den Genuss. Aber das Beispiel Nussmilch, feine Nussmilch, verdeutlicht das einfach ganz, ganz stark, weil die unlöslichen Ballaststoffe für unsere Darmgesundheit richtig, richtig, richtig wichtig sind. Und dass diese dann einfach rausgefiltert werden, ist ein Unding. Gut, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut, euer Christian.